Hallo zusammen, heute starten wir mal wieder mit einer Autowäsche, denn die letzten Wochen über den Winter verteilt waren ja doch ein bisschen ruhiger und umso schöner, dass wir heute mal wieder ein gemeinsames Video machen und sozusagen jetzt den Aufschwung in den Frühling mitnehmen. Und somit starten wir heute mit einer kompletten Autowäsche, denn wie ihr sehen könnt, der Lack hier, da hat es ordentlich nötig. Von der Seite kann man das Ganze hier auch nochmal schön sehen. Eigentlich ist das Fahrzeug hier schwarz, wie ihr wisst, aber aktuell haben wir hier so einen grauen Schleier drauf. Also hier hat sich über die letzten Wochen sehr, sehr viel Schmutz draufgelegt und von daher ist die Autowäsche mehr als überfällig und deswegen wird es mal wieder Zeit, dass hier was geschieht. Und so habt ihr jetzt den Anfangszustand und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Schritt. Die Felgen an sich haben den typischen Verschmutzungszustand, also auf der Außenfläche haben wir eigentlich einen ganz lockeren Bremsstaub. Also wenn man hier mit dem Finger drüber geht, dann kann man diesen typischen Strich durchziehen und das Silber der Felge kommt wieder durch. Aber umso tiefer wir ins Felgenbett gehen, also alles in den hinteren Ecken, da wird das Ganze doch ein bisschen hartnäckiger. Und deswegen werden wir heute an den Felgen zwei Reinigungsschritte durchführen. Jetzt im ersten Schritt erstmal ein säurefreier Felgenreiniger. Dazu nehme ich das Felgenbiest. Und damit wird die Felge großflächig eingesprüht. Und genauso auch in die hinteren Ecken, wie gesagt, damit da schon mal alles gelöst wird. Und für diejenigen, die das Felgenbiest nicht kennen, ist ein sehr, sehr starker Felgenreiniger, also mein absoluter Favorit, wenn es darum geht, die Felge schonend und vor allem aber auch schnell und sicher reinigen zu können. Hat einen Wirkindikator, wie man auch schon sehen kann, denn die Rotfärbung kommt an einigen Stellen schon durch und zum Schluss wird die Felge dann komplett rot bzw. lila sein, da wir hier einen extremen Verschmutzungszustand drauf haben. Hier kann man das Ganze auch nochmal auf der hinteren Felge sehen. Wenn der Felgenreiniger frisch aufgesprüht ist, dann braucht er ein bisschen, aber spätestens nach 30, 40 Sekunden, je nach Verschmutzungszustand, wird es dann intensiv rötlich, so wie es jetzt auch hier schon wieder durchscheint. Und wenn wir uns die vordere Felge anschauen, die wir zuerst eingesprüht haben, dann habt ihr hier das Endbild, wenn der Felgenreiniger komplett auf 100% ist und somit löst er jetzt den Schmutz an. Und anschließend haben wir es ganz einfach, das Ganze hier mit dem Hochdruckreiniger runterzuspülen. Heute mal wieder mit der Waschbox eigenen Schaumlanze, also mit der Vorwäsche hier aus der Waschbox. Das ist ein sogenannter Powerschaum, den ich hier zur Verfügung habe. Und deswegen habe ich mich heute mal dafür entschieden, weil das einfach jetzt für heute einfach schneller und einfacher vonstatten geht. Ist jetzt nicht so meine Lieblingsvariante, denn der Schaum hier ist schon sehr dünnflüssig, wie man sehen kann. Aber da kommt immer so viel raus, dass ich hier problemlos zweimal oder sogar dreimal das Fahrzeug damit einsprühen kann. Und die Reinigungsleistung ist hier sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mich heute mal hier für die schnelle Variante entschieden mit dem Schaum aus der Waschbox. Ansonsten nehme ich, wie ihr wisst, am liebsten die Schaumsprüher, die wir zur Verfügung haben. Denn damit können wir uns den Schaum herstellen, wie wir ihn haben möchten, auch von der Konsistenz her. Und deswegen heute mal die schnelle Variante hier mit der Vorwäsche. Und hier habt ihr nochmal das Bild, wie es aussieht. Ein bisschen dünnflüssig, wie vorhin gesagt, aber die Reinigungsleistung stimmt. Vor dem Winter wurde hier die Ceramic Spray Versiegelung von Sonax aufgetragen
Und gerade mit dem Hochdruckreiniger konnte man das schon gut sehen. Also an einigen Stellen haben wir immer noch einen schönen Schutz drauf. Und zum Beispiel hier auf der Motorhaube könnt ihr es sehen, haben wir immer noch einen Abperleffekt. Und das alleine ist die Ceramic Spray Versiegelung von Sonax. Die wurde Anfang Mitte Januar mal aufgefrischt. Also sind jetzt hier circa 4, 5, 6 Wochen, die Versiegelung hier noch drauf ist, und wir haben immer noch einen sehr, sehr starken Schutz drauf, zumindest hier auf der Motorhaube. Für die Handwäsche nehmen wir heute mal das Nigrin Standard Shampoo. Ist ein sehr solides Shampoo, auch nicht besonders teuer. Geht so ein bisschen in die Richtung von dem Sonax Glanz Shampoo. Und ja, hiervon geben wir uns ein bisschen was in den Wascheimer, lassen das Ganze dann aufschäumen und gehen dann so mit dem Waschhandschuh an den Autolack. Und bei der Handwäsche immer darauf achten, dass wir auch beide Seiten vom Waschhandschuh nutzen. Sobald die eine Seite verschmutzt ist, können wir den Waschhandschuh drehen und dann noch die zweite Seite nutzen. So sind wir viel flexibler am Fahrzeug, können viel mehr Fläche auf einmal waschen und dann immer wieder den Waschhandschuh unten am Gridguard-Einsatz ausdrücken und neues Wasser aufnehmen und so dann wieder an die neue oder an die nächste Fläche vom Fahrzeug gehen und wie immer von oben nach unten waschen, weil wir unten die gröberen Verschmutzungen haben, vor allem im Schwellerbereich, und damit sich dort nicht der Schmutz direkt im Waschhandschuh festsetzt, fangen wir von oben an und waschen nach unten hin durch. Na, da könnt ihr sehen, auch so ein einfaches Nigrin-Shampoo schäumt super auf, und somit haben wir noch mal ein schöneres Gleitverhalten auf dem Autolack, und von daher ist auch so eine Handwäsche mit so einem einfachen Shampoo sehr, sehr einfach. Man sieht es dann auch ganz schnell auf dem Waschhandschuh, vor allem jetzt nach dem Winter, die eine Seite ist sofort verdreckt und nimmt jede Menge Schmutz auf, auch wenn man es mit dem Auge auf dem Autolack so nicht sieht. Aber bei so einem weißen Waschhandschuh sieht man dann sofort, wenn der Schmutz aufgesaugt wurde. Deswegen könnten wir jetzt hier die Seite wechseln und mit der zweiten Seite weitermachen. Und deswegen, wie vorhin gesagt, mit beiden Seiten arbeiten, um einfach viel Fläche waschen zu können und dann den Waschhandschuh immer wieder am Gridguard-Einsatz auswaschen. Auch wenn die Felgen jetzt schon sehr gut sauber geworden sind, weiß ich aus Erfahrung, dass hinter den Speichen und vor allem auch um die Bremsscheibe herum und in den hinteren Ecken gerne noch ein Restschleier sitzt, der jetzt runterlaufen würde, wenn wir mit dem Fahrzeug aus der Waschbox fahren würden. Und deswegen führen wir jetzt noch kurz den zweiten Schritt der Reinigung hier an den Felgen durch. Und zwar werde ich hier mit der Mikrofaserfelgenbürste nochmal gezielt in die hinteren Ecken gehen und da nochmal den Schmutz lösen. Und da könnt ihr jetzt auch schon sehen, was da noch runterläuft, wenn man hinter die Ecken geht, und da sitzt einfach noch mal jede Menge Schmutz hinter, und deswegen mache ich das Ganze auch hier mit dieser Mikrofaserfelgenbürste, sehr schonend für das Material, erzeugt keine Kratzer und ist einfach gut in der Handhabung, und damit wird jetzt die Felge noch mal komplett gereinigt. Und hier sieht man es auch ganz schön nach der Handwäsche und nach dem Runterspülen mit dem Hochdruckreiniger. An einigen Stellen ist halt gar keine Versiegelung mehr drauf, wie zum Beispiel jetzt hier im unteren Türenbereich. Also da steht das Wasser komplett. Deswegen werden wir heute mal mit dem Giant Wet Coat hier die Versiegelung schnell auffrischen. Der Vorteil vom Giant Wet Coat ist, dass das halt eine sehr schnelle Nassversiegelung ist. Einfach den nassen Autolack einspulen und anschließend nochmal mit dem Hochdruckreiniger die Überschüsse runterspülen. Die Versiegelung stellt sich automatisch ein und wir haben wieder auf dem kompletten Fahrzeuglack eine gute Versiegelung, die
auch bei den Temperaturen jetzt noch 3-4 Wochen halten wird. Und bevor die nächste Hauptversiegelung draufkommt, habe ich mich heute für das Sweatcoat entschieden, da das Wetter heute auch nicht ganz mitspielt. Es hat angefangen zu regnen und deswegen habe ich mich für die Nassversiegelung entschieden. Ich habe hier den Vorteil, dass ich auch hier mit entkalktem Wasser arbeiten kann. Von daher ist es auch überhaupt kein Problem, wenn das Fahrzeug mal nicht getrocknet wird. Und deswegen haben wir jetzt spontan entschieden, dass wir das Ganze den Wetterverhältnissen anpassen und das Fahrzeug dann heute mal nicht getrocknet wird. Und deswegen, ja, so viel zu der ersten Autowäsche in diesem Jahr 2022. Falls ihr Fragen habt, schreibt dies gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns wie immer in den nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.